Herzlich willkommen zum Gemüsepfannen-Podcast und wie immer an meiner Seite der gute Tomate. Abend, Tom. Jo, hallo Arti, hallo Leute, schön wieder hier zu sein. Du hast wieder in den Tiefen von ZDF gegraben und hast Ossiversum gefunden Ja, mit natürlich. der Das hat. Folge Echte Raumname, richtig? Richtig, richtig. Genau, der Titel Ossiversum hat mich ja natürlich direkt angesprochen. Ich meine, wir sind ja selber aus Sachsen. Ja, und das ist hier so eine Art Reportagereihe mit verschiedenen Themen rund um Ostdeutschland. Und das heißt Ossiversum stabil, Fragezeichen, jung im Osten. Also es geht wohl vornehmlich um junge Leute in Ostdeutschland. Und besonders interessant für uns fand ich dann natürlich die Folge 5. Rechte Raumname. Sie hat den schönen Text: Wenn Jakob aus Sachsen ins Hinterland abseits von Dresden und Leipzig fährt, hat er Angst vor gewaltbereiten Neonazis. Als Aha. linker Aktivist versucht er, den Ruck nach extrem rechts zu stoppen. Oh, ich bin auf seine Strategie gespannt. Ja, ich bin auch so ein bisschen überfragt, wie immer. Aber gut, ich kenne mich im Hinterland auch nicht so aus, was hier die gewaltbereiten Neonazis sein sollen. Also auch wenn ich auf dem Land unterwegs bin, habe ich da noch keinen getroffen. Auch früher schon, wo ich noch in Chemnitz gewohnt habe, wo immer davon die Rede war, von den bösen Nazis. Ich habe da jahrelang gewohnt, niemanden so getroffen. Naja, irgendwie muss es Ja. die schon geben. Kann's auch noch in Frage stellen. Also im Hier und Jetzt, also keine Ahnung, die letzten 10 Jahre habe ich dann nichts gehört, nichts gesehen. Und ich Ja, habe das ja ein paar also. Mal erzählt. Also ich bin sehr oft in der sächsischen Schweiz unterwegs, wo es halt Ja. früher wohl mal die Skinhead sächsische Schweiz gegeben hat. Aber das ist 25 Jahre her, also Ja, also wahrscheinlich gibt es seltsam. so übelst kleine Ausläufer halt hier und da eine Demo von vielleicht 200, 300 Leuten. Eine Demo ist doch demokratisches Recht. Also, worüber Ja, reden wir zur Hölle? das meine ich, aber das ist klar, aber ich meine, das ist dann so das Highlight, was man da mal zu sehen bekommt. Also jetzt wirklich aus der Rechtsextremszene. Also ich meine jetzt im Sinne von Glatzköpfe mit Springerstiefeln, so wie man es sich halt aus den 90ern vorstellt. Also ich meine, sonst, wenn rechtsextrem immer geblökt wird, sind wir ehrlich, dann geht es natürlich um die AfD, um ganz normale bürgerliche Leute, die da als rechtsextrem betitelt werden. Ja, ich sag mal, man macht's ja auch mit Absicht, dass man das immer schön vermengt, ne? Ja, klar. Und da können wir uns ja gleich mal zu den Optics hier auslassen bei dem Stadtbild hier. Schon echt ziemlich scheiße. Also ich mag das Plakat mit dem V wie Vendetta. Nee. Nee, nicht Ja. V wie Vendetta. Was war das andere? Haus des Geldes ist das, Haus glaube des ich. Geldes, genau, die haben Ja. ja dieselbe Maske, aber noch Genau. mit dieser roten Kapuze. Genau. Sehr geile Serie für alle, die es nicht gesehen haben. Ja, junge Nationalisten steht da. Ja, gut, JN, das sind wirklich miese Optics, muss ich wirklich sagen. Also, und Rennt auch mit so einem da. Lonsdale-Pulli rum da, ne? Also so Ja, als ja, Junge. ja. Und alle schön in Schwarz und dann natürlich hier schön groß mit der schwarz-weiß-roten Flagge. Ja, also das sind schlechte Optics, muss man schon wirklich sagen. Und das meine ich mit so kleine Demos, die mal sind und so alle Jubeljahre, die jetzt aber keine große politische Bedeutung haben. Also im Sinne übel, ich messe halt der JN keine große politische Bedeutung bei. Also ganz im Wusste ehrlich Gegenteil gesagt zur nicht mal, dass JA. es die gibt. Ich hätte jetzt gedacht, das sind vielleicht so dritte Wegleute oder sowas. Genau, die gibt es auch noch. Ja, das sind alles so diese kleinen, ich sag mal eher politischen Splittergruppen, würde ich meinen. Aber gut, wir schauen einfach mal rein, ja? Rechts. Extrem. Komm her! Rüber! Rüber! Komm her! Komm her! Das ist maximal dumm, aber das sind ja auch Auf der wirklich anderen Kinder, Seite. ne? Ja, es sind wirklich Kinder. Also die Leute, wir können vielleicht nur zurückgehen. Ich meine, wie alt Die sind sind da die? nicht Der mal eine, 18. ja, eben, Gott. der eine hat schöne Zahnspangen im Gesicht. Ja, das sind mitunter noch eher weiche Gesichtszüge. Ja. Also die sind unter 18, ja, Die wirklich. haben gerade die Gaudi ihres Lebens und ja, kein Euro Eintritt dafür bezahlt. Das ist also blöd. Auf der anderen Seite LGBTQ, Antifa, Linke. Die Antifa gibt's nicht. Wisst ihr das nicht, liebe Leute? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ja, das ist immer, wenn es heißt,
man könnte doch mal die Antifa verbieten, dann heißt es immer, die Antifa gibt's gar nicht als Verein. Ja, gut, weil sie keine so organisierte Organisation ist in dem Sinne mit einer klaren Führung. Genau. Mit einer klaren Gruppierung. Ja, ja, das stimmt. Das ist natürlich immer der schöne juristische Trick. So, gut, jetzt haben wir hier den Aktivisten, um den es gehen wird, mit seiner Stickeraktion. Moment. Ja. Linke. Der Osten als politische Kampfzone. Sie sind auch wunderschön in Schwarz gekleidet, also die nehmen sich halt beide gar nichts, ne? Auch ganz kurz, man hat den Sticker wahrscheinlich jetzt nur kurz gesehen, ich will jetzt auch nochmal zurückspringen. Kanntest du den Sticker? Den habe ich schon öfter gesehen, das war halt so ein Sticker mit Björn Höcke drauf, wo halt mal einen rechten Arm hebt, einfach mal winkt und da steht halt da, nie wieder 1933 ist jetzt und solche Phrasen, weißt du, von wegen, wenn man Björn Höcke und AfD wählt, dann ist es natürlich wie Hitler zu wählen. Also das ist schon wirklich sehr abseitig, muss ich sagen, diese Deutung. Aber die wirst du auch nie wieder loskriegen, so leicht. Also, die wirst du nie, ja, also die. Eingebrannt. Ja, meinst du, beim Höcke hat sich das so eingebrannt oder bei der AfD generell? Weil das ist ja doch sehr defetistisch. Höcke ist für diese Leute tatsächlich Hitler. Hm. Aber meinst du, die AfD generell hat dasselbe Problem? Schwierig, schwierig. Also, ich muss, weil wenn du so das so sagst, das ist ja ganz schön defetistisch. Also von wegen, ja, wir können nichts dran ändern. Das ist halt jetzt so, ich meine, für die Linksextreme natürlich, ja. Und ganz ehrlich, also ich glaube nicht, dass man die jemals von unserer Position irgendwie überzeugt oder zumindest Verständnis bekommt. Aber die sind ja nun auch nicht die Masse, die man... Richtig, richtig. Nicht. Also die können halt ihre Meinung haben, ist alles gut. Ja. Nach Vera Birkenfried, wir können uns einigen, dass wir uns uneinig sind. Ja. Können auch gerne weiter Sticker kleben, ist mir eigentlich völlig wurscht. Ja, geht mir ähnlich. Okay, gut, nur, dass wir uns richtig verstehen. Ja, also ist sehe ich ähnlich. Ich meine, klar, die Linksextremen, die wirst du jetzt nicht erreichen. Es geht halt immer um die Normies in der Mitte, dass man wieder zugeht und denen sagt. Ist so ein Spruch tatsächlich irgendwie komisch. Mit dem nie wieder? Nee, mit diesem, dass Höcke Hitler ist, sinngemäß. Ich weiß nicht, ob die das glauben. Schwierig. Ja, ist schwierig. Also man muss halt sagen, es gibt einfach, es klingt jetzt böse, aber es gibt auch einfach viele dumme Leute, die auf alles reinfallen, auf jede politische Kampagne so, die ihnen gezeigt wird. Aber ja, ich erlebe das eigentlich auch tatsächlich selber so mitunter in meinem Umfeld, also dass ich doch immer mal wieder Normies begegne, die jetzt von sich aus sagen, was weiß ich, ich wähle SPD Grüne, aber die dann zum Beispiel auch, wenn es jetzt um solche Sprüche geht, sagen, ja, das ist ja aber schon drüber. Also gerade jetzt zum Beispiel hier auch, dass man unbedingt dieses Bild vom Höcke mit dem rechten Arm zeigen muss. Ich meine, also ernsthaft, wer glaubt's? Also, dass er damit einen Hitlergruß zeigen wollte. Also, es ist halt alles drüber. Ja, es ist vor allen Dingen auch so eine der letzten Eskalationsstufen, ne? Also, alles, was drunter ist, juckt niemanden mehr. Und das ist halt so weit drüber. Das ist auch unglaubwürdig schlussendlich. Ja, ja. Also die Geschütze sind langsam ein bisschen, leer. Er ist auf jeden Fall einer von den Guten. Mal sehen, was er Schönes macht. Für Jakob aus Sachsen heißt Jung sein im Osten, der extremen Rechten die Stirn bieten. Jetzt bin ich aber auf seine Geschichte gespannt. Wenn ich es richtig verstanden habe, war er doch bei denen oder sowas, ne? Nein, das verwechselst du mit einer anderen Reportage, die wir noch demnächst haben. Ach so, bitte nicht vorgreifen. Okay. Für mich gerne einmal den Big Seiter an. Den Big Seiter natürlich. Jakob und Jasper hoffen, dass es Mob. Es ist aber halt auch wirklich Klischee hoch 10, so unfassbar. Für die gestählten Antifa-Muskeln gegen rechts erstmal schön Seiter an reinballern. Die haben auch richtig gut geguckt, die hier hinterm Tresen, ne? Ja. Morgen in Pirna richtig voll wird, beim Protest gegen die Vereidigung des AfD-Bürgermeisters. Aber ich glaube, es wurde doch recht gut geteilt. Kann mal besser sein. Soweit ich das mitbekommen habe, war das eine ziemliche Nullnummer, diese Demo. Aber vielleicht und vor allem kommt gleich ein prall gefüllter Marktplatz und ich werde eines Besseren belehrt. Vor allem nochmal zusammengefasst. Gerade eben hieß es noch und auch im Titeltext, der linke Aktivist versucht den Ruck nach extrem rechts zu stoppen.
So, und jetzt geht's um eine demokratische Wahl in Pirna, um die demokratische Bürgermeisterwahl, wo die Leute einfach mehrheitlich den Kandidaten, den die AfD gestützt hat, der war ja an sich parteilos meines Wissens, aber mehr oder weniger im AfD-Umfeld. Auf jeden Fall hat die Mehrheit halt den gewählt, jetzt ist man gegen diese demokratische Wahl und das soll jetzt ein Ruck nach extrem rechts sein? Irgendeine Bürgermeisterwahl in Pirna? Eine demokratische? Ja, ich verstehe das nicht. Die Fronten sind so verhärtet, dass diese Leute halt alles, was nicht auf ihrer Linie ist, irgendwie rechts Minimum oder rechtsextrem ja, das meiste klar. verorten. Und selbst wenn der nicht zur AfD gehört, die AfD ist rechtsextrem, wenn du dich mit denen gemein machst, bist du automatisch auch einer von denen. Ja, ja. Also deswegen, also ich verzweifle so ein bisschen dran, wie man diesen Block wieder mal ein bisschen entlöst bekommt. Also diesen Block nicht. Also um jetzt vielleicht kurz das Thema zu wechseln, mir fällt da auch ein bisschen eine kleine Anekdote ein. Wir waren ja auch so um 2022 rum viel, also du und ich, wir waren ja viel auf solchen Querdenker-Demos auch oder ich sag mal Anti-Corona-Demos, also gegen die Corona-Maßnahmen. Die Maßnahmen, ja. Und da standen da auch immer wieder mal irgendwelche Linksextremen an der Seite, so Antifa-Leute, und hatten irgendwelche Plakate von wegen Nazis stoppen und so. Also was zum Beispiel auch bei dem Querdenken-Thema oder bei dem Impfthema so weit von der Realität war. Also worauf ich hinaus will, es ist ja egal, um welches Thema es geht. Wenn du von der linken Meinung abweichst, selbst wenn es um was eigentlich nicht völlig klassisch linksideologisches ist, ne? Genau, oder was im weitesten Sinne nicht normal gesellschaftspolitisch ist, sondern vielleicht eher was gesundheitspolitisch ist, also was ihn persönlich betrifft. Also dass so eine Entscheidung dann zum Beispiel gleich schon beim Thema Nazi dabei ist. Also Nazis sind halt generell alle einfach die der linken Meinung widersprechen oder der Meinung, die halt unter anderem hier auch vom ZDF gepredigt wird. Das war ja ein großes Erwachen damals für diese ganzen, ich sag mal, so Links-Esoteriker. Dass sie auf einmal die Bösen und die Nazis waren, weil sie sich nicht die, ich sag jetzt mal, Staatsspritze abholen wollten. Ja, klar. Sondern dann weiter an ihren Globulis nuckeln wollten, ja. So, gut, erstmal zurück zu Jakob. Ja, dann. Gut notiert. Gut. Jakob ist vor ein paar Jahren den Grünen beigetreten. Wuchs in Zwickau auf. Extrem rechtes Denken sei verbreitet in seiner Heimatstadt, sagt er. Er hat sich für die andere Seite entschieden. Sehe ich da gerade Plastikbecher? Und er ist bei den Grünen. Aha. Ja, das ist doch ein Pfand und so. Die Plastikbecher, die gibt er bestimmt wieder zurück zu dem Imbiss. Da gibt es bestimmt Pfand drauf. Das macht nicht besser. Er hat sich für die andere Seite entschieden. Ich habe, glaube ich, mehrere Momente auf jeden Fall. Das erste war das, dass mein Papa in der Geflüchtetenhilfe aktiv geworden ist. Ich habe einen ziemlich guten Kumpel kennengelernt, Mostafa, der aus Afghanistan geflüchtet war. Und ich glaube, spätestens als er von Rassismus, rechter Gewalt und diesen Dingen erzählte, kann man selbst als nicht betroffene Person diese Thematik nicht mehr einfach so ausblenden, ohne sich irgendwie wie ein Arschloch zu fühlen, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, dann habe ich mir irgendwie einen Refugees Welcome Pullover, wo irgendwie Flüchtlinge willkommen draufsteht, gekauft. War so 15, 16 Jahre alt und wurde dann irgendwie das erste Mal von irgendeinem Neonazi in der Stadt angeschrien, der meinte, zieh deinen scheiß Pullover aus, du Zecke. Jetzt studiert Jakob Politik. Du bist so ein krasser, guter Mensch. Glückwunsch. Ja. Politik. Bewusst in Sachsen. Denn hier will er was bewirken, als linker Aktivist. Den Begriff Ostdeutsch will er sich von den extremen Rechten nicht wegnehmen lassen. Newsflash, ist zu spät. Also, das finde ich aber auch vom ZDF hier so dämlich. Also, ich meine, die Journalie ist es doch immer wieder, die Ostdeutsch mit Rechtsextremen in Verbindung bringen. Das ist überhaupt nicht die normale Lebensrealität, wenn du hier auf der Straße unterwegs bist. Also selbst hier, ich meine, hier in Sachsen haben 30% der Leute AfD gewählt. Also bei den Männern, vor allem bei den jungen Männern sogar noch weit mehr. Also kannst du zählen, 1, 2 AfD-Wähler, 1, 2 AfD-Wähler, weißt du? Mhm. Und du würdest jetzt trotzdem nicht denken, wir würden hier irgendwie in 30ern leben, dass alle in braunen Hemden hier unterwegs sind und irgendwie Ausländer kloppen wollen oder so. Das ist einfach völlig dämlich. Ja, und vor allen Dingen diese Ost-West-Geschichte, die ist ja eigentlich erst von den Medien in den letzten Jahren wieder hochgekramt worden. Ja, also extrem. Bis 2010, also sagen wir mal so Ende der 90er bis 2015, war das überhaupt gar kein Thema hier. Und dann fing auf einmal wieder diese komischen Teilungsartikel an, dass ja der Osten immer noch anders sei als der Westen und das hält bis heute an. Ja, ich erinnere da zum Beispiel... Ost trotz dann, nur einen Scheiß drauf. Ja, true. Ist es so, ja.
Entschuldigung fürs Reinreden. Ja, ich erinnere da zum Beispiel an den Spiegelartikel, Entschuldigung, das Spiegelcover, wo auf der Deutschlandkarte war Sachsen so braun und da stand dann in Frakturschrift irgendwie das Nazi-Land Sachsen oder unter Dunkeldeutschland, irgendwie sowas, irgendwie sowas. Und ja, also es ist, was für ein Zufall, dass dieses Narrativ von einem bösen rechtsextremen Osten halt 2015 auf einmal wieder aufkam, eben mit der großen Flüchtlingswelle, weil eben wir ostdeutsche Bundesländer uns halt schon frühzeitig dagegen gestellt haben, gegen diese ganze Massenmigration. Und das ist halt letztlich der Fetisch und das große Ziel weiterhin des Systems und der Politik, des Journalismus und so weiter, diese große Massenmigration zu befördern. Und jeder, der dagegen ist, der ist halt böse und Nazi und rechtsextrem. Mhm. Gerade dann, wenn mir irgendwie Neonazis vorwerfen, ich sei nicht ostdeutsch oder nicht sächsisch oder nicht Zwickauer, genau dann würde ich eben sagen, doch, Ostdeutschland ist irgendwie total vieles und auch Leute wie ich und auch Kulturbetriebe und auch linke Menschen beispielsweise zählen irgendwie dazu, wenn wir über Ostdeutschland sprechen. Auf dem Weg ins sächsische Hinterland, so nennt Jakob fast alles, abseits von Leipzig und Dresden. Wegen gewaltbereiter Rechtsextremer könne es für sie hier... Ich finde ja, das hat auch wieder so eine Abwertung. So Hinterland hat was nach von Hinterwäldler... Ja, auf jeden Fall. Da kommen die erleuchteten Gestalten aus der Stadt und zeigen euch mal, wie das richtig geht. Ja, ja. Junge. Ja, ich finde, das ist hier, du hast da genau den Punkt drauf, den Finger drauf, das ist auch so ein Stadt-Land sich abheben. Weißt du, ich bin der feine Städter, der Bildungsbürger. Ich war ja auf dem Gymnasium so nach dem Motto und die auf dem Land sind alle Idioten. Naja, was man halt so denkt als Anfang 20-jähriger linker Idiot. Schnell gefährlich werden. Ich guck mal kurz, wie lange man dahin läuft. 10 Minuten. Ich schreibe einfach mal diesen Pirna-Leuten. Also ich glaube, wenn ich da jetzt alleine aussteigen würde, hätte ich auf jeden Fall Angst. Aber bei mir ist es zumindest so, sobald ich... Kann ich verstehen, der Bahnhof in Pirna ist echt trostlos. Aber jetzt mal ernsthaft, den Punkt hier, der ist doch absoluter Schwachsinn. Als müsstest du bei Tageslicht in Pirna Angst haben, auf irgendeine Demo zu gehen. Auf dem Bahnhof. Also, vor allem als Linker. Also, Alter, auf dem Bahnhof gibt's einen Dönerladen. Du fühlst dich also wie in Leipzig eigentlich. Nein, ich meine, er hat ich ja offensichtlich schon. Angst, dass er von Neonazis hier verkloppt wird. Aber nein, einfach nein, das stimmt nicht. Also, er muss dann 10 Minuten durch die Stadt laufen, das ist hart. So Marktplatz. Also meinetwegen, also selbst wenn die... Ja gut, das einzige Szenario, was ich mir vorstellen könnte, wenn halt, das ist halt wirklich punktuell zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel ja jetzt auf diese Demo gehen, wenn da jetzt eine böse rechtsextreme Gegendemo wäre oder so. Aber was sind denn das für Gegendemos? Normalerweise sind es halt AfD-Demos. Jetzt zum Beispiel geht es ja um das Thema AfD. Auf der anderen Seite zum Beispiel anders. Ich meine ganz ehrlich, ich kenne das ja damals noch, wo ich auch bei Pegida war in Dresden. Da musste man tatsächlich manchmal durchaus gucken. Wenn man dann von der Pegida-Demo zurückkam, weil eben in der Stadt, dann waren auch linksextreme Gegendemos, Antifa und so. Und da habe ich es tatsächlich öfter gehört, dass Leute da zusammengetroschen wurden, die eine Deutschlandfahne hatten oder so, von irgendwelchen Linksextremen. Aber auf der anderen Seite, gut, klar, das kommt, ist jetzt von mir, toll, dass es von mir kommt. Ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht ganz unparteiisch, ich bin halt auf der rechten Seite, aber ich sehe es einfach so nicht in den Medienberichten, dass da massenhaft Leute auf linken Demos zusammengeprügelt werden würden. Ich sag mal so, also ich bin ja manchmal dort und da steht tagsüber immer ein Polizeiauto an irgendeiner Ecke auf dem Bahnhof und wenn die wissen, dass da so eine große Demo ist, da sind dann gleich noch ein paar mehr, also der kann mir jetzt nicht erzählen, dass es eine große, große Gefahr ist, zusammengelatzt zu werden auf diesen 10 Minuten Fußweg ja, im Marktplatz und der Rückweg genauso. Ja. Absoluter Blödsinn. Also klar, du wirst einen blöden Spruch hören. Aber. Logisch, logisch. Ne? Das vielleicht, ja. Wenn du das nie abhältst, ja, sorry, dann bleib zu Hause. Also bleib in deiner Wohnung am besten und lass dir alles dann mit Lieferando bringen. Das ist ja. Ja, dann bist du nicht fürs politische Leben gemacht. Ja. Denke ich mir halt so, selbst wenn irgendwas passiert, man muss es nicht alleine durchstehen. Jakob, Jasper und Knopf fahren oft gemeinsam protestieren. In den vergangenen Jahren hätten sie dem Rechtsruck im Osten regelrecht zuschauen können. Gerade in der Zeit, wo es die krassen Lockdowns gab, war halt in Teilen die extrem rechte Montagsdemo so ein bisschen das einzige spannende Angebot, was es dann in so einer Woche gab. Und ich glaube, in Teilen konnte... Geil, geil. Genau der Punkt, den ich vor uns gemacht habe, wird hier nochmal aufgemacht. Die extrem rechte Montagsdemo. Und nochmal, wir reden hier über das Thema Impfen, also um eine persönliche Entscheidung, was die eigene Gesundheit angeht. Und das ist hier gleich zum Beispiel extrem rechts.
Also, ja. Bitte, Leute. Also, ich will jetzt von keinem hören, dass der Mann hier irgendwie recht hätte. Also, das sind doch alles Hirngespinste, die er sieht. Das sind wirklich Fantasiegebäude, die er aufbaut, das von den bösen Nazis. Gerade bei dem Impfthema sieht man das ja so wie nirgends sonst. Naja, man könnte es vielleicht anders sagen. Also, die sogenannte Linke hat halt dieses Themenfeld oder hat sich bei dem Themenfeld eindeutig positioniert. Ungeimpft ist gleich schlecht. Und dadurch hat sie natürlich dann all die Zweifler allen anderen überlassen, die eine andere Meinung hatten. Und ja, rechts hat dann gesagt, ja, dann positionieren wir uns da anders, weil wir sehen das auch anders. Und gut ist. Ja, und dann hast du die Leute halt mehr oder weniger aufgesammelt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber du konntest zumindest mal mit denen ins Gespräch kommen. Naja, also so halt wie du das jetzt erzählst. Von denen, einfach. Ja, so wie du das erzählst, wären ja die Montagsdemos einfach prinzipiell extrem rechts gewesen. Also diesen Punkt gebe ich dem schon. Nee, die Montagsdemos waren unpolitisch. Genau, darum geht's mir. Und genau, dann haben das die Linken gesagt, wir mögen euch trotzdem nicht und ja. Ja, okay, gut, nur um das nochmal klarzustellen, darum geht's mir. Also das ist jetzt keine Links-Rechts-Sache gewesen. Also man kann bei, um Gottes Willen, beileibe nicht sagen, das waren extrem rechte Montagsdemos. Nee, es wurde politisiert von außen, ja. Ja, von außen, aber von innen, also da waren solche Normis, wir waren ja selber dabei, also wie du selbst sagst, auch Linksesoteriker, also aus allen Spektren, Leute, die halt, ich meine, deswegen war ja dieses Label Querdenken am Anfang auch gefunden worden, weil man wollte eben nicht so eine Bewegung sein wie Pegida, die jetzt irgendwie hart einem politischen Spektrum zuzuordnen ist, sondern das war halt quer durch alle politischen Schichten eigentlich. Ja. Ich glaube, in Teilen konnte man da wirklich Kids bei zusehen, wie sie von Querdenkern sogenannten zur AfD so, genau. Und dann zum dritten Weg geraten sind. So. Bullshit. Vor allem, was hat er denn da gemacht dagegen? Also, hat er die einfach dann dahin treiben lassen? Ja, der hat sich daneben gestellt und Nazis, Nazis rausgerufen und so ein Käse. Und genau das hat ja schon immer funktioniert. Ja, ja. Und genau das ist ja das Ding, weswegen viele aufgewacht sind, weil sie halt gemerkt haben, dass, was ihr erzählt, das politische Angebot, was ihr macht, besteht nur aus Lügengebäuden und Schwachsinn. Ja. Ja, wir sollen schon zum Markt latschen. Alleine halt? Ja, weil sie kommt mit dem Fahrrad irgendwie jetzt doch, genau. Ja, einmal. Also da ist ein Fernsehteam dabei und ihr habt Angst, dort lang zu laufen. Ist das euer Ernst? Na gut, wenn ich nur Seitan esse, dann... Ja, kann ich mal umknicken, dann wird's gefährlich. Geradeaus. Gegen rechte Sticker. Hier, nein, nie wieder. Ja, auch wieder so ein Sticker, genau, wo Höcke den rechten Arm hebt. Und Nazi-Symbole haben sie immer was dabei. Ja. Bravo. Die Anmelderin der Demo erklärt, warum sie die Jungs nicht mit dem Auto am Bahnhof abholen konnte. Ich möchte ja nicht, dass irgendjemand mich in mein Auto steigen sieht, mein Kennzeichen zieht und vielleicht hinterher fährt. Du weißt ja, wie es ist. Deswegen habe ich gesagt, heute ist Fahrrad einfach sicherer. Jetzt habe ich Sturm versorgt. Hey, Claire, hat die Faschistin gut sehen? Und, wo ist sie? Es ist Ende März, die Zeit der großen Proteste gegen die AfD im ganzen Land. Ja, es ist eine richtig große Demo, ja. Und noch Sterne in Sachsen gilt die Partei als gesichert rechtsextrem. In Pirna wurde gerade der erste AfD-Oberbürgermeister vereidigt. Auf euren ersten Programmpunkt könnt ihr euch ganz besonders freuen. So, und was sehen wir jetzt hier? 200 Leute? Ja, und vor allem, ich sehe jetzt hier auch keine, in unmittelbarer Nähe, keine übelst krasse, böse, rechte Gegendemo, die da reinpullen würde oder so. Das sieht doch eigentlich alles recht entspannt aus. Ja. Wir konnten heute Jakob Springfeld gewinnen. Er hat ein Buch geschrieben. Die Bühne gehört dir. Das Buch hat er auch geschrieben. Ach, ja, schön. Natürlich. Mr. Damenhandtasche. Ja, super. Wenn die Massenproteste eines gezeigt haben, dann, dass wir viele sind und dass wir dem Rechtsruck auch jenseits von Dresden, Leipzig, Berlin oder München etwas entgegenzusetzen haben. Welche Massenproteste? Ja, ich sehe hier keine Massen. Der meint hier nach diesem hier Korrektiv-Ding da, zwei Wochen und dann waren sie wieder weg, Massenproteste. Genau, das waren die Massenproteste. Ja gut, ich meine, es waren viele Leute, das muss man denen geben, aber sie waren halt wirklich nicht von langer Wirkung. Ja. Da war man halt mal gratis mutig, weil unter anderem, also das ist ja auch ein Vorgang, nochmal ganz kurz abschweifen. Ich fand ja diesen Vorgang auch krass, man muss sich das mal vorstellen, dass Leute, die in der Regierung sind, also
jetzt Kanzler Scholz, Robert Habeck und so weiter, verschiedene Minister, dazu aufrufen, gegen die Opposition zu protestieren. Also man stelle sich das mal für einen kurzen Moment vor, das wäre in einem anderen Land passiert. Zum Beispiel in Ungarn hätte der Viktor Orban dazu aufgerufen, ja, zu irgendeiner Demo gegen eine Partei. Oder am besten noch in Russland, Putin hätte aufgerufen gegen eine Oppositionspartei. Oder in der Türkei, Erdogan. Also die Zeitungen wären doch voll davon gewesen. Und hier ist das normaler demokratischer Vorgang. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin so Antisystem, dass ich mit dem System auf die Straße gehe. Kannst du nicht ausdenken. Auf jeden. Wenn drauf ankommt, in Zwickau, Bautzen, Krimma, Kolditz, Stolberg oder Pirna. Die AfD-Prognosen sind in bundesweiten Umfragen leicht gesunken. Das ist kein Selbstläufer, aber das ist auch unser Verdienst. Alle zusammen gegen den Faschismus. Hui. Unter Nazis heißt das Buch, das Jakob geschrieben hat, über seine Jugend in Zwickau. Nun ist er Vollzeitaktivist. Gut, also das heißt, wir bezahlen ihn. Ja. Yay. Aber Moment, so aber jetzt können wir mal kurz gesponsert. Rechnen. Moment. Der Typ ist 22, er ist 2002 geboren. Er schreibt ein Buch unter Nazis. Also muss es ja so, ich meine, 2012 war er 10, seine Jugendzeit würde er dann so um 2015 verbracht haben, 14, 15, 16. Na, da hatte er doch gesagt, dass er da dieses Refugees Welcome, ein Pulli war es, glaube ich, getragen hatte. Ja. 2015, 2016 und da wurde er zusammengeschrien, nicht nicht vermöbelt. Ja, aber um uns das nochmal klar zu machen. Ja, um es das nochmal klar zu machen, genau, also wir reden hier von den 2010ern und da fantasiert er sich irgendwas von unter Nazis zusammen. Also meinetwegen, wenn du in irgendeinem rechten Dorf in 90ern gewohnt hättest, hätte ich dir das vielleicht geglaubt, aber nicht vor 10 Jahren, Mann. Also ich war ja selber dabei. Also mal gucken, was jetzt sein bestes Beispiel ist. Ja, bitte. Ja, mein Alltag besteht gerade primär aus den Lesungen, aus den Protesten zwischendurch. Und aktuell komme ich nicht so 100% zum Studium und der Aktivismus ist wirklich irgendwie alles. Steht über dem Studium. Ich werde das Studium beenden, aber ich bin 21, habe noch eine Weile Zeit. Und ich glaube, gerade ist die Situation einfach so dringlich. Gerade stehen wir vor drei wichtigen Landtagswahlen. Und dort ist mein Fokus gerade absolut darauf, nicht so gut, im besten Fall diese extrem rechte Machtbeteiligung noch zu verhindern. Aue bleibt deutsch. Wir wollen nicht, dass Aue zum Überfremdung Trotzwort des Erzgebirges wird, liebe Freunde. 1. Mai. Die Freien Sachsen, eine Partei, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Würde auch, ja, die Freien Sachsen werden erwähnt und direkt erstmal die Einordnung, um den Brunnen zu vergiften. Das ist der Typ, der immer die Weltartikel schreibt. Da ist dieser Satz ja auch immer drinne. Ach so, ja, das schreibt sich von allein wahrscheinlich, ja, das ist ChatGPT-mäßig. Vereint die Generationen auf dem Marktplatz von Aue. Eines ihrer Ziele, der Austritt Sachsens aus der Bundesrepublik und der EU. Fand ich gerade gut, dieses Schild hier, Opa gegen links. Ja, ja. Ja, wenn Sachsen frei ist, wie zum Beispiel auch andere Länder, die sich abgekoppelt haben von der EU, dann würde das wahrscheinlich auch funktionieren, weil Sachsen hat sehr kluge Ingenieure, Fachkräfte und was weiß ich. Für mich ist die Region Erzgebirge sehr, sehr wichtig und ich kenne auch nicht alle Einzelheiten vom Programm der Freien Sachsen. Können Sie mich auch nicht festnageln? Oh Gott, dann stell dich doch nicht in die Kammer. Das ist das Problem. Ja, genau, das ist so, das hatte ich letztens erst wieder jemandem erzählt. Das Problem ist halt, wenn du auf der rechten Demo bist, ich habe das ja auch ganz oft früher schon bei Pegida gesehen, dass da so wohlmeinende, oft ältere Personen waren, die halt ein großes Mitteilungsbedürfnis haben, die sich da vor die Kamera gestellt haben und dann irgendwas gelabert haben. Das Problem ist, du darfst das nicht machen. Also es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Du legst dort das übelste argumentative Feuerwerk hin und machst die völlig argumentativ platt. Was wird passieren? Dann werden sie es nicht zeigen. Oder du machst dich dort schön zum Horst, dann werden sie es zeigen. Also wie du es machst, kannst du doch eigentlich nur dumm dastehen. Also es bringt dir nichts, dort mit den Journalisten zu reden auf solchen Demos. Es bringt dir nichts. Also die Leute müssen das unbedingt unterlassen, finde ich, auf solchen Demos. Lass es die Experten machen, die Berufspolitiker dort reden. Hier zum Beispiel Herrn Kalbitz.
Aber nicht der normale Typ. Also das waren tatsächlich auch die, die sich da jetzt rausgegriffen haben, waren halt schon ein bisschen lustige Meinungen. Also zum Beispiel der eine, der erste, ja, wir haben tolle Ingenieure, ja. Ja, wir haben tolle Ingenieure, was weiß ich so. Also das ist halt schon eine Ausdrucksweise, so, ja, was weiß ich denn. Und die jetzt kam auch natürlich eher dadurch, dass sie sagt, ich kenne nicht das ganze Programm, jetzt natürlich ein bisschen uninformiert drüber. Gut, ich meine, ganz ehrlich, natürlich kenne ich auch nicht jedes Programm von jeder Partei, die ich unterstütze, logisch. Aber niemand kennt das. Das sind, also, nee. Aber das Problem ist halt, solche Aussagen werden halt dann am Ende gezeigt. Und richtig. Beim Normie kommt es halt irgendwie an, als wäre ist die bisschen, blöd, die wählt was, ja, was er nicht kennt. Kann genau, mir ja gar nicht passieren. Einfangen. Die lässt sich von den Rattenfängern einfangen. Klar, ja. Aber der Kalbitz wird auch, glaube ich, nicht von den Kameras gelten. Ne? Vielleicht mal sehen, aber wahrscheinlich nicht. Er wird hier nur seine Rede halten und nicht mit den Journalisten sprechen, denke ich. Ja. Gebürtiger Bayer, Ex-AfD-Größe, vom Verfassungsschutz beobachtet, spricht als prominenter Gastredner. Wir wollen keine Zustände wie in Neukölln, wie in Wuppertal oder wie das alles heißt. Ich habe nicht gegen Leute, die herkommen, die arbeiten, die Geld verdienen und meine Rente bezahlen und deine Rente bezahlen, aber die herkommen und hier noch Islam schreien oder was, einfach raus. Kein Mensch zu. Ganz einfach. Herr Uchta, es ist eine basierte. Passt gut. Ja, es ist eine basierte gute Meinung. Das Problem ist halt durch die Optik und die Art des Vortrags kommt es halt nicht so cool an. Also nochmal, es bringt nichts dort, sich zu profilieren zu wollen vor den Kameras. Es bringt einfach nichts. Ja. Zur selben Zeit am Bahnhof von Aue. Auch die Antifa ist angereist aus Leipzig, Chemnitz und Zwickau. Als Redner dabei, Jakob. Er macht ja richtig Karriere, gut, ihr dass Mensch. Wir heute hier sind, lasst uns zeigen, dass wir keinen Bock auf Rechtsruck, ausbeuterischen Kapitalismus und unfreie Sachsen haben. Muss er das wirklich immer da ablesen? Also, das ist jetzt keine lange Rede. Kannst du nicht freisprechen? Also, ich glaube, bei der Rede vor uns zu seiner Ehrenrettung hat er freigesprochen, oder? Nee, der hat auch ein Handy in der Hand. Ah, okay. Er hatte ja auch leichtes Zitterding, aber ja. Gut, will ich ihm mal geben. Ich meine, ich wäre auch aufgeregt, wenn ich vor so vielen Leuten reden würde. Inste? Der macht das jetzt ja schon eine Weile. Aber er zittert wirklich nicht. Hart, ja. Ja, vielleicht Parkinson. Angst ist keine Schwäche. Danke, dass ihr hier seid, am Arbeiter im Kampftag und immer Siamo tutti antifascisti! Ich bin nicht aufgeregt, aber irgendwie ist es so, dass wenn ich eine Rede halte, meine Hand zittert und ich weiß nicht warum. Er ist so nahbar und so ein cooler Junge. Nee, jetzt mal ganz ehrlich noch mal kurz zu dem Format an sich hier. Also es ist ja schon bezeichnend, dass, also diese Reportage ist halt so typisch fürs ZDF, wie einseitig die ist. Also man hätte ja aus der anderen Seite jemanden von der jungen Alternative nehmen können. Und den jetzt was hier so nachts als Persönlichkeit vorstellen können, ja. Er wird halt so offensichtlich wie als der Gute dargestellt, weißt du? Und es ist ja auch sehr offensichtlich. Also es gibt hier keinen Kommentator, aber trotzdem ist extrem offensichtlich, wofür, was die hier gut finden. Ja, klar. Die Reportage, ja. Entschuldigung, natürlich gab es einen Kommentator, aber der tut sich schon immer ein bisschen zurückhaltend, aber einfach die Art der Bilder, wie es ausgewählt ist, die Themen, das meine ich. Musik, alles hier ist wieder alles. Alles, ja. Die Antifa, als Bewegung in Teilen als linksextremistisch eingestuft, rückt. In Teilen? Also ich habe noch keinen getroffen, der sagt, ich bin bei der Antifa, denn die sind ja so linksmittig unterwegs. Erzähl doch keinen Scheiß. Die Linksliberalen, wie der Erwin sagen würde. Bei der Antifa. Ja, geil. Richtung Markt vor. Es gibt kein neues Hinterland und eure nationale Scheiße, die bleibt bitte da, wo sie hingehört, auf dem Müllhaufen der Geschichte. Jetzt ziehen auch die Freien Sachsen los. Demo-Route einmal um die Innenstadt. Nicht nur Andreas Kalbitz läuft mit, auch der rechtsextreme Dritte Weg. Zwei verfeindete Seiten. Was bringen diese Demo-Rituale? Ich glaube, das Ziel mit diesen Demonstrationen ist es auch nicht, diejenigen, die da drüben mit Neonazis stehen, zu überzeugen, sondern unser Ziel. Da hat er schon mal recht, okay. Mhm. Wenigstens ist er da nicht irgendwie verblendet, okay. Ziel ist es vor allem auch diejenigen, die auch in einem Ort wie Aue demokratisch denken, irgendwie noch auf unsere Seite zu ziehen. Und ich glaube, dafür sind diese Prozesse sehr, sehr wichtig. Meinst du, das schafft man damit? Ich glaube, es ist ein Anfang.
Protest heißt auch Geduld haben. Naja. Er will die demokratisch denkenden Leute zur Antifa ziehen. Okay. Naja, ich denke mal nicht unbedingt zur Antifa, sondern einfach letztlich zur Normie-Mitte. Also schön weiter brav Grün, SPD, Links, CDU, FDP, einfach alles außer AfD wählen. Ja klar, die sollen nicht auf blöde Gedanken kommen. Ja, darum geht's letztlich. Ja, das wird bei vielen verfangen, muss ich ehrlich sagen. Also ich meine, wir haben es ja auch gesehen an den Umfragen, jetzt zeitgleich mit diesen großen Korrektiv gesponserten Demos, sag ich mal, oder von denen lancierten, also durch die gestarteten Demos, so will ich sagen, durch die Demos, die danach kamen, sind ja die AfD-Umfragewerte gesunken. Also das wird schon bei einigen verfangen. Ich denke bei, oder ich hoffe halt immer darauf, dass es bei vielen Leuten vielleicht auch ein bisschen so ein, naja, ein bisschen so ein Selberdenken auslöst, gerade wenn man hier jetzt diese ganzen Antifa-Leute anschaut. Ich meine, die haben ja wiederum auch schlechte Optik, muss ich auch sagen, oder? Stimmt, ja. Also, ist auch nicht einladend. Ja. Eben, das wäre jetzt für einen Normie wie meine Mutter auch nicht einladend, diese Gruppe. Also die Männer sehen relativ schwächlich aus. Die Frauen und alle schwarz sind jetzt gekleidet. Auch nicht so anziehend. Nee, weißt du? Und alle schwarz gekleidet irgendwie. Ja, sehr, wie du sagst, teilweise ein bisschen ungepflegt. Ja, so Larifari, das ist halt auch ein bestimmter Lebensstil, der damit verbunden ist, muss man einfach deutlich sagen. Ja. Ja. Der nächste Ort, wo die vorbeiziehen, ist da vorne und da sind die gerade noch nicht und deswegen sind wir ja, glaube ich, gerade einfach auf Toilette. Die Polizei muss dafür sorgen, dass sich beide Seiten nicht attackieren, aber sich in Höhe und Sichtweite begegnen können. Ja, und das ist eigentlich so übelst durchritualisiert, dieses auf 3 Meter Entfernung Angekeife. Ja. Weiß nicht, das ist... Damit überzeugst du niemanden. Die werden nicht überzeugt, die anderen werden nicht überzeugt. Nee. Irgendwelche Leute am Straßenrand denken sich, okay, schöne Clowns-Show, mach mal weiter mit unserem normalen Alltag. Ja. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ja, auch hier von der Art, ich würde vielleicht noch mal kurz hier gucken, auf die Leute, Moment, wir achten mal auf die Leute, die hier vorbeiziehen an der linken Demo, also die aus der Freien Sachsen-Seite. Weil, was ich meine, die rufen halt ihre Rufe und zeigen Mittelfinger und so. Und das sehe ich jetzt von der ihrer Seite nicht. Die halten ihre Plakate schön hoch, aber so unflätig wie die sind die dann doch nun nicht. Die Polizei muss dafür sorgen, dass sich beide Seiten nicht attackieren, aber sich in Höhe und Sichtweite begegnen können. Ja gut, ich meine, du hast bei der Geschichte da in Dresden, haben die komischen Kiddies da Mittelfinger gezeigt, ne? Da schenken sich, glaube ich, beide Seiten jetzt gar nichts. Ach so, hast recht. Aber zumindest jetzt gerade hier die Freie Sachsen-Demo macht für mich einen eindeutig bürgerlicheren Eindruck. Ich meine, ja, das definitiv. Kinder und Kinderwegen dort und ja, viele Familien einfach. Nach gut 2 Stunden fast am Ziel. Auf beiden Seiten alles friedlich. Aber ein Antifa-Spruch bleibt hängen. Bringt uns den Kalbitz, wir bringen ihn zurück! Stück für Stück! Bei den Freien Sachsen zum Abschluss. Okay, das war jetzt der Spruch? Der hängen bleibt? Interessant. Also so eine Aufforderung zur Gewalt? Okay. Ja, Schön. Also. Und vor allem, das zum Beispiel wird jetzt von einem Kommentator, habe ich das Gefühl, irgendwie nicht eingeordnet, dass man sagt, wir haben gerade einen Aufruf zur Gewalt gehört und das war schlecht oder irgendwas. In dem Sinne, nö, wird halt gesagt und zack, weiter geht's. Aber ich meine, Jakob ist ja ein stabiler, cooler Typ, der sich gegen rechts einsetzt, klar, deswegen geht das schon klar. Er ist sehr sympathisch. Schluss, das Steigerlied. Ja, das sind jetzt auch nicht die besten Optics, ganz ehrlich. Bevor es in die Kneipe geht. Die Antifa und Jakob zufrieden mit ihrem 1. Mai. Das, was mich heute hier auch so gefreut hat, ist, dass irgendwie 30 Leute aus Zwickau hier hingefahren sind, um an dieser antifaschistischen Demonstration teilzunehmen, die zuvor noch wenig aktiv waren bisher. Sechs Wochen später, der Tag nach der Europawahl. In Sachsen wurde die AfD mit Abstand stärkste Kraft, bekam fast jede dritte Stimme.
Ich könnte jetzt irgendein total optimistisches Statement posten, damit alle Leute sehen, es muss weitergehen. Aber ich fühle mich halt gerade scheiße und dann kann ich auch morgen erst ein Statement posten. Seine Wut und Hilflosigkeit über die Wahlergebnisse will Jakob jetzt erstmal beiseite schieben. Und wir wissen ja, die Definition von Wahnsinn ist, das, was noch nie funktioniert hat, immer, immer wieder zu probieren. Mhm. Und genau das wird er machen. Er wird mutig weiterkämpfen und naja. Und ich will es nochmal sagen, mutig weiter gegen die Demokratie letztlich oder gegen den demokratischen Mehrheitswillen. Also er kann sich einfach nicht damit abfinden, dass das hier Mehrheitsmeinung ist, AfD im Osten. Ich glaube, naja, also man muss vielleicht nochmal klarstellen, also wenn es die AfD nicht gäbe, wäre für ihn die CDU der Todfeind. Ja. Und deswegen kann man ja konstatieren, wenn man jetzt die beiden zusammennimmt, CDU, AfD, dann gibt es hier einfach einen, naja, sagen wir mal, bürgerlich-konservativen Volkswillen. Und auf den hat er keinen Bock, weil er halt schlussendlich eben doch ein Antidemokrat ist. Also, ich würde schon sagen, so wie man es hier sieht, er gehört nach Berlin eher. Also, er ist ja hier auch in der Berliner U-Bahn. Ja, also, was will er denn in Sachsen? Ganz ehrlich, was will er denn hier? Also, vor allem, wenn er so abfällig die ganze Zeit auch über Sachsen spricht, von dem Hinterland, und hier werden angeblich die Neonazis ihn fast zusammenprügeln. Also, er ist doch offensichtlich hier fehl am Platz. Also, bitte geh nach Berlin. Bitte. Vielleicht bekommt er so eine Buschzulage, wie das halt damals Sitte war. Ja, ne? Alle paar Wochen kommt er nach Berlin, um für den RBB gemeinsam mit Lilly Blauzun einen Podcast aufzunehmen für junge Ossis. Bevor der heutige Gast kommt, noch eine Frage zur Demo. Alter, Alter, er nimmt für den RBB einen Podcast auf und... Also, er ist so rebellisch, er ist so Antisystem, das glaubst du gar nicht. Ja, er ist so krass rebellisch und gegen das System. Er kriegt sogar eine Reportage hier spendiert mit 18,36 Euro von jedem finanzierten Staatsfonds. Was ist los? Wie krass. Alter, das ist so eine Dystopie, aber nur. Aue. Er wurde dann von dem Einzelnen gerufen, bringt uns den Kalbitz mit Stimmen zurück, Stück für Stück. Finde ich scheiße und nicht förderlich so. Und genau solche Beispiele dienen dann halt dafür, um von Kampagnen gegen Aktivistinnen von uns alles komplett zu delegitimieren. So. Lilly Blaut. Aha, gut, dass das hier immerhin nochmal aufgegriffen wurde. Ja. Dieser Spruch von Fons. Und auch in kritischer Weise. Ja, hätte ich ja fast nicht mit gerechnet. Das war der kritische Part der Reportage. Lilly Blautzun. Ja. So. Ja, und so. Lilly Blauzun ist in Mecklenburg-Vorpommern groß geworden. Das Ostthema bewegt auch sie als junges SPD-Mitglied. Die allermeisten jungen Menschen in Ostdeutschland definieren sich noch als Ossis, weil es diese Unterschiede eben noch gibt, die noch nicht politisch behoben wurden und die teilweise auch nicht ernsthaft politisch diskutiert werden. Deshalb ist es ja sozusagen erstmal legitim, irgendwie eine Unzufriedenheit zu verspüren und irgendwie einen Weg zu versuchen, damit umzugehen. Aber der darf halt eigentlich nicht, also nicht nur eigentlich, sondern der darf nicht sein, AfD zu wählen. Jakob zeigt Lilly warum nicht? Wer ist sie denn, dass sie das entscheidet? Ja. Also, wenn ich AfD wählen will, dann tue ich es. Also, ja, deine These. Also. Ja. Wahlergebnisse aus Zwickau. AfD 48,96%. Sachsen ist natürlich, ich glaube, ihr habt nochmal 10% mehr. Ja. Aber. Okay, aber jetzt die gute Laune. Alter, in Zwickau jeder Zweite? Das ist ja echt krass. Das ist ultra geil. Also, ich muss öfter mal wieder nach Zwickau. Hammer. Der Podcast OKF, Ortskontrollfahrt, soll junge Ossis erreichen. Als Alternative zu rechten Inhalten, die sich im Netz so erfolgreich verbreiten. Nur, dass unsere rechten Inhalte, um es nochmal klar zu sagen, überhaupt, also wenn, dann überhaupt selbst finanziert sind oder von Spenden getragen oder solche Sachen. Nicht vom fucking Rundfunk, nicht vom Staatsrundfunk. Ja, mich regt das wirklich auf, mit dieser, dass die das hier mit diesem, dass sie diesen Ossi-Begriff wieder so aktiv reinbringen. Ja, das ist. Das ist eigentlich nie ein Thema hier. Das ist so unfassbar. Dieses von oben Ding. Ja. Teil und Herrsch ist das auch hier. Auch deswegen ist es cool. Es ist cool, heute mit einer Influencerin über Ostdeutschland zu sprechen und über ihre Jugend dort. Wir reden heute nicht über die AfD-Werte in Gera, sondern wir reden darüber, hey, wie ist es da aufzuwachsen, was macht den Ort aus, wie hat mich das geprägt und so. Ja. Influencerin Stachel ist heute Jakobs und Lillys Gast. Ich bin ready. Ja.
Ja, Aufnahme läuft. Viel Spaß. Als du nach Berlin gegangen bist, hat es auch noch eine Rolle gespielt, dass du so aus Gera bist? Was immer ganz lustig war, ist, wenn man gehört hat, dass ich so aus dem Osten komme, was mein Dialekt angeht. Mhm. Ich habe früher ganz, ganz schlimm gesprochen. Also ich hatte wirklich so einen richtigen Ossi-Dialekt. Okay, also. Ja. Was bedeutet es für dich, so aus dem Osten zu kommen? Ich finde, Ossis sind irgendwie ein bisschen lustiger, so ein bisschen lockerer, habe ich das Gefühl. Die haben nicht immer so einen Stock im Arsch. Und ich finde, Osten ist auch irgendwie ein bisschen mehr Dorf. Gleich. Ja, woran liegt das wohl, dass wir lustiger sind? Ach, keine Ahnung, ganz ehrlich, ich finde, Humor und Politik ist schon irgendwo verbandelt. Also, ich meine, man sagt ja nicht umsonst, the left can't meme. Also, ich würde schon meinen, da wo man konservativer ist, ist man halt auch eher mit lockeren Sprüchen bei der Hand. Weißt du, ohne dass, also man legt da nicht alles so auf die politisch korrekte Goldwaage, macht auch mal einen flapsigen Spruch, der halt lustig sein kann. Und das würde ich schon meinen, ist was Rechtes, was genuin Rechtes. Mm, ja, doch, du hast irgendwie schon recht, weil von linker Hand heißt es dann so, aber darüber macht man keine Witze, über die Volksgruppe oder XY-Gruppe darf man nichts machen, die sind schon gestraft genug, bla 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 bla. Ja, das stimmt schon. Und das hast du hier halt nicht. Und selbst bei den Leuten hier, die links unterwegs sind, dadurch, dass alle anderen, also wie du gesagt hast, wir haben halt schon in Sachsen, muss man ehrlich sagen, so eine Art konservative Volksmeinung oder so eine Volkshaltung. Das zieht auch dann die linken Leute ein bisschen wieder auf die Ebene der Tatsache zurück. Also, dass man da halt auch mal einen lockeren Spruch bringen kann. Einfach von beiden Seiten. Gleich geht es für Jakob wieder raus aus dem geschützten Raum. Öfter denkt er darüber nach, was es für ihn bedeutet, sich so öffentlich gegen die extreme Rechte zu positionieren. Gestern rufte ich meinen Opa an und meinte halt, dass sie sich halt alle Gedanken... Du bist enterbt. Mich und so meine Friends machen. Und das hadert schon an einem, weil es halt auch nicht nur einen selbst betrifft, sondern andere Menschen, die einfach Schiss um einen haben. Und das ist ein ziemlich psychisch belastendes Gefühl. In einer halben Stunde geht sein Zug nach Leipzig. Zur nächsten Demo. Er verlässt den Berliner Safe Space, um in dem Leipziger Hotspot wieder. Ach, Junge. Im Osten. Für Jakob heißt das, nicht aufzugeben im Kampf gegen die extreme Rechte. Wow, was für eine geile, unvoreingenommene, ausgewogene Reportage. Cool. Ja, ich muss sagen, ich fand es sehr ausgewogen. Also hat mir gefallen. Ja, jetzt weiß ich, wie das hier ist, jung im Osten zu sein. Das hat überhaupt nichts mit Politik zu tun. Und natürlich, die Jugendlichen sind hier alle links, logisch. Deswegen sind die Wahlergebnisse ganz anders. Aber die haben sich verkreuzt, meine Güte, vor Aufregung. Das erste Mal in der Wahlkabine und dann... Ja, genau. Ich meine, AfD steht oftmals ganz oben, weil die oftmals schaffen, als erstes sich anzumelden, weil die nicht so faul sind. Und eigentlich steht auch links ganz oben. Und dann passiert es halt. Ne? Ja. Gott. Also dieser Beitrag war schon wieder sehr lustig. Was für eine reine, also wirklich eine reine Selbstverweihräucherung. Und eine Werbekampagne für diesen Typen mit seinem Buch schlussendlich. Ja, auf jeden Fall. Der ja so menschelnd, weil er zittert, wenn er vor seinen eigenen Leuten steht. Ja. Also das war mal wieder so eine typische Schablone für irgendwie einen Reportagebeitrag, der irgendwie vorgibt, halbwegs neutral zu sein, aber letztlich einfach wegen der Themenauswahl hart links ist. Ja. Und die Leute von der anderen Seite, die da mal kurz zu Tage treten, ja, du liest halt. Ja, dann nimmst du natürlich nur die. Genau. Nur die schlimmsten, logisch. Na gut. Gut. War doch trotzdem schön. Oh, ja, schönes Matt. Hast du schön gefunden. Danke. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr die Doku fandet. Und wenn ihr Tipps habt für irgendwas, was wir demnächst mal schauen sollten, immer gerne her damit. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.